Natürlich versucht Gott niemanden zum Bösen, aber Gott versucht uns sehr wohl. Nicht zum Bösen, aber Gott versucht uns in dem Sinne, dass er uns prüft. Gott prüft unseren Glauben. Gott prüft, ob wir ihn lieben. Gott prüft, ob wir ihm vertrauen. Gott versucht uns. Und Leute würden das ablehnen und sagen, nein, nein, so du lügst falsch. Gott versucht uns nicht. Wirklich? Nun, ich denke, wie manche Leute darauf kommen, ist, weil es im Jakobusbrief heißt, im ersten Kapitel, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Also siehst du, er selbst versucht niemand, Gott versucht niemanden. Aber lies weiter, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Auch in demselben Vers heißt es eben, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Also worum geht es hier bei dieser Art der Versuchung? Worum geht es hier dabei, wenn die Bibel sagt, dass Gott niemanden versucht? Nun, es geht darum, dass Gott niemanden zum Bösen versucht, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es geht darum, dass Gott niemanden zum Bösen versucht und das musst du unterscheiden. Siehst du, bei Versuchung denken wir meistens automatisch irgendwie an fleischliche Begierde, an sündhafte Versuchung. Natürlich, der Teufel versucht uns zum Bösen, der Teufel wollte Jesus zum Bösen versuchen. Gott versucht uns auch, aber der Unterschied ist, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht, sondern wenn Gott uns versucht, dann ist es eine Prüfung. Gott will wissen, wie stark glauben wir an ihn. Ja. Gott will von uns wissen, ja, glaubst du an mich? Liebst du mich? Gott prüft uns. Gott versucht uns. Und das ist ein Synonym in der Bibel. Es gibt viele Beispiele dafür in der Bibel, dass Gott Menschen versucht, dass Gott Gläubige versucht, dass er sie prüft. Gott hat Abraham versucht, als er ihm gesagt hat, dass er seinen Sohn Isaak darbringen sollte. Das war eine Versuchung. Natürlich keine Versuchung zum Bösen, sondern Gott hat Abraham auf die Probe gestellt. Also versuchen kann zum einen bedeuten Versuchen zum Bösen oder Versuchen im Sinne von prüfen. Oder auch Johannes Kapitel 6, Vers 6 habe ich erst heute Morgen gelesen. Da fragt Johannes den Philippus, ja, so ungefähr, woher sollen wir so viele Brote nehmen für die ganze Volksmenge hier? Jesus wusste natürlich, was er tun würde. Aber da sagt die Bibel, dass Jesus den Philippus prüfte, ihn versuchte, ja, um ihm herauszufinden, wie Philippus reagieren würde. Würde er geistlich oder fleischlich reagieren? Und sowas sehen wir oft in der Bibel, dass Gott Menschen versucht. Das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass Gott uns ja sehr wohl versucht. Lehne diesen Gedanken nicht ab, das ist, was die Bibel sagt. Gott versucht uns aber nicht zum Bösen. Als der Teufel Jesus zum Bösen versucht, sagt der Teufel zu ihm, stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Also der Teufel wollte, dass Jesus einfach etwas offensichtlich Dummes macht. Und allein schon Dummheiten zu ersinnen ist Sünde, sagt die Bibel. Dumme Gedanken zu haben ist Sünde. Natürlich hat Jesus das nicht gemacht, aber hätte er es gemacht, wozu ihn der Teufel eben verleiten wollte, dann hätte er Gott herausgefordert auf eine sündhafte Art und Weise. Und hier ist eben das Zweite. Zum einen versucht Gott uns, zum anderen sollen wir auch Gott versuchen. Nun, wie komme ich auf diese Aussage? Du musst verstehen, dass es eben eine sündhafte Art gibt, Gott zu versuchen, Gott herauszufordern und eine Art, die Gott von uns will, dass wir ihn versuchen, dass wir ihn herausfordern. Genauso wie es eben sündhafte Versuchungen gibt, dass wir vom Teufel zum Bösen versucht werden, nicht von Gott, dass Gott uns aber auch versucht, aber eben im Sinne von Prüfung. Und genauso sollen wir auch Gott im Gegenzug prüfen. Denn was sagt die Bibel in Malachi Kapitel 3? Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen. Ich versuche das ungefähr zu zitieren. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Gott sagt uns buchstäblich, dass wir ihn prüfen sollen, dass wir ihn versuchen sollen. Das ist keine sündhafte Art der Versuchung dann natürlich, sondern ist eine Versuchung im Sinne von, ich glaube daran, was die Bibel sagt, dass Gott mir die Fenster des Himmels öffnen wird, wenn ich ihm den Zehnten gebe, mir Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Daran glaube ich, dass was die Bibel sagt. Und ich gehe jetzt diesen Schritt im Glauben und ich will von dir, Herr, dass du dich an dein Wort hältst und ich prüfe dich dadurch. Das, was die Bibel sagt, das hast du geschrieben, Gott. Ich glaube das. Tu's. Ich prüfe dich und bringe dir den Zehnten da, öffne mir die Fenster des Himmels. Gott will diese Herausforderung. Aber das ist eben etwas, was Gott uns versprochen hat. Das ist etwas Gutes, was wir dann tun. Wir halten uns an Gottes Gebot, bringen den Zehnten da und versuchen dadurch Gott, prüfen ihn, ob er uns nicht die Fenster des Himmels öffnen wird. Dagegen diese Versuchung, zu der der Teufel Jesus verleiten wollte, das wäre natürlich eine sündhafte Versuchung gewesen. Denn zu sagen, oh, ich stürze mich jetzt hier herunter,
Das ist natürlich etwas offensichtlich Falsches, etwas offensichtlich Dummes. Allein schon dumme Gedanken zu haben, ist Sünde, wie gesagt. Aber ich will nicht zu sehr vom Thema abkommen. Ich wollte nur erklären, dass Gott uns sehr wohl versucht. Wir sollen auch Gott versuchen. Aber versuchen kann sowohl eine sündhafte Sache sein, als auch eine gute Sache. Wir müssen da ganz einfach unterscheiden. Gott versucht uns natürlich nicht zum Bösen, was die Bibel eindeutig sagt. Aber Gott stellt uns auf die Probe. Und das liegt daran, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Gott ist nicht diese unpersönliche Kraft im Universum. Ja, New Age ist vom Teufel. Gott ist nicht diese unpersönliche Kraft im Universum, die uns alle durchströmt und so. Sondern Gott ist ein persönlicher Gott. Gott hat Adam in seinem Bild geschaffen. Und wir als Menschen sind Gemeinschaftswesen. Daher ist auch Gott ein Gemeinschaftswesen. Er will die Gemeinschaft mit uns haben. Und wie haben wir gute Gemeinschaft? Indem wir kommunizieren und uns herausfordern. Ja, wir wollen doch von jemandem hören, ich liebe dich. Und wir wollen das anderen sagen, ich liebe dich. Wir wollen von anderen das wissen und erfahren. Wir wollen sie auf die Probe stellen. Liebt mich diese Person wirklich? Wir wollen das durch Taten sehen und so weiter. Genauso will auch Gott, ja, dass wir ihn auf die Probe stellen. Gott stellt uns auf die Probe, weil er von uns sehen will, dass wir ihn lieben. Dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen.